Das verrückteste Ende der Welt besteht aus mehreren Episoden, die 5 Kurzfilme ergeben, die sich in die Rahmenhandlung des Filmes einpflegen. Prinzipiell haben alle diese Kurzfilme andere Charaktere, damit andere Schauspieler. Aber eine Rolle zieht sich über alle 5 Filme, die war extrem schwierig zu besetzen. Aber ich habe einen gefunden, der Zeit und Muße hat, diese Rolle des Reporters zu übernehmen. Dietmar Horvath, sage vielen Dank, dass du beim Projekt mit dabei bist. Sogar danke. Du warst ganz kurz in einer kleinen Rolle in Space Tours bereits zu sehen. Hast sozusagen Filmerfahrung. Was hat dich jetzt dazu bewegt, mir bei dem Projekt sozusagen? Erstens einmal habe ich mir gedacht, das ist ein High-Budget-Film und bin ich nicht besser belehrt worden. Also das kann man jetzt wieder abschminken. Kohle gibt es da wenig, aber gut, das ist auch nicht der Vordergrund. Zweiter Grund, wenn Auinger ruft, dann kann man nicht Nein sagen. Das kommt auch dazu. Ich habe im Space Tours, wie du schon angesprochen hast, eine kleine Rolle gehabt, die war einfach zu klein. Und das müssen wir jetzt ein bisschen ausführen. Also ich habe noch ein bisschen was gut, denke ich mal. Und das passt mir jetzt gerade, das muss jetzt sein. Und außerdem, vierter Punkt, wenn es zu einer Preisverleihung in Hollywood kommt, welche die dabei sein? Darauf arbeiten wir hin. Also vielleicht funktioniert es auch bei Das verrückteste Ende der Welt, wie bei Space Tours, dass wir international auf Filmfestivals realisieren können. Wir werden es erfahren und dieser Mann wird dann darüber berichten. Yeah.